Freunde der Nacht, habt ihr schon mal was von einem vietnamesischen Baguette gehört? Von einem Banh Mi? Sehr lecker, ja. Das ist im Prinzip französische Küche und vietnamesische gemischt. Tolle Geschichte, stammt aus der Kolonialzeit. Ihr braucht als allererstes mal ein Brötchen. Ja, und das Brötchen, das kann jetzt ein Baguette sein. Das wird halbiert und dann in einer Pfanne mit etwas Öl. Ja, ich drücke das mal so ein bisschen platt. Einfach so ein richtig schönes, knuspriges, frisches Baguettebrötchen. Und dieses Baguettebrötchen kommt jetzt in die Pfanne und wird angeröstet. Ja. Nehmen wir jetzt einfach ein bisschen Sesamöl, ein bisschen normales Öl, ihr könnt auch ein Stückchen Butter nehmen, ist eigentlich ganz egal. Mittlere Temperatur, das Brot rein und schön anbraten. Bisschen platt drücken. Und jetzt kommt ein Hähnchenbrustfilet dazu. Und dieses Banh Mi, das ist super individuell zuzubereiten. Also ihr könnt da auch natürlich ein Rindfleisch nehmen, schönes Rinderfilet zum Beispiel. Oder auch Schweinefleisch, Schweinebauch. Ja, ich habe schon oft Banh Mi gegessen mit Schweinebauch. Sehr, sehr, sehr genial. Ich nehme hier so ein Hähnchenbrustfilet, bekommt man überall und ist natürlich auch schön super lecker. So, bisschen Salz dazu. Jetzt kommt es auch noch hier gleich mit in die Pfanne rein. Also Brot und Hähnchenbrustfilet mit anbraten. Ein super innovatives Baguette, ihr werdet staunen. Okay, schön Brüssel, Brüssel. Das Brett kommt weg, ein neues Brett liegt da. Aber jetzt kommen noch ein paar Aromaten, wie Knoblauch. Ja, kommt da Knoblauch rein. Lasst den Knoblauch schön mitbraten. Und zu dem Knoblauch kommt natürlich auch noch schön rote Chili. Knoblauch und rote Chili, schwupp, kommen hier mit dazu. Und Freunde der Nacht, in der Ruhe liegen kannst, ja? Schön, gemütlich und vorsichtig anbraten lassen. Dann einen weißen Rettich. Ja, da gibt es ja unterschiedliche Varianten. Ja? Ich habe hier so eine schöne kleine runde Stolle, die gibt es aber auch mit der Long Version. So, und da wird geschält und ich mache jetzt als allererstes mal einen speziellen Salat mit Chinakohl und dem weißen Rettich. Okay? So, Hähnchen, das läuft. Und Achtung, der Rettich wird geraspelt. Und zu dem Rettich kommt jetzt noch ein Weißkohl. Schöner Weißkohl, frisch, lecker. Den muss man auch gar nicht waschen. Ne? Ich wasche den nie. Brauche nicht, der ist sauber. Wir streichen schneiden. Und jetzt den Rettich und den Weißkohl in so eine Schüssel geben. Und die Würzzutaten kommen dazu. Mit einem schönen Schluck, so zwei, drei Esslöffel Fischsoße. Ja? Die vietnamesische Küche lebt von dieser unfassbar genialen Fischsoße. Dann kommt die gleiche Menge gute Sojasauce dazu. Dann ein Löffel oder zwei Löffel Chilisauce. Und ganz wichtig, kein Banh Mi ohne Power Sammeronig. Das kommt auch noch dazu. So, und das gibt es quasi hier so schön diesen scharfen, ja, Salat, der unfassbar Power hat. Viel mehr kommt da gar nicht dazu. Und machen wir zum Brot. Okay. Das hat schön Farbe. So, das Ganze schön anrösten lassen. Dauert vielleicht so 5 Minuten, ja? Bis es dauert. Boah, das riecht Knoblauchchili, Sesamöl. Und so, schauen wir her, muss das Brot aussehen. Ja. Leicht geröstet, nicht zu viel. Und dann war es das eigentlich schon. Jetzt stellt sich die Frage, ja, bei Hänsel-Spitz-Rezepten mögt ihr Koriander oder nicht? Und ich pflege an dieser Stelle zu sagen, das ist mir egal, der Koriander ist ein Muss. Und der kommt jetzt drauf. Schau mal her. Dieses leckere Brot wird belegt mit reichlich
und diesem scharfen, leckeren Salat. Und dazu kommt Koriander. Und den Koriander, den nehmt ihr mit Stiel, ja, mit allem drum und dran, was das Zeug so hergibt. Und zwar ordentlich. Traut euch einfach mal. Traut euch mal. Und dazu das Hähnchenbrustfilet. Schön mit Knoblauch und Chili gebraten. Und bevor jetzt der Deckel drauf kommt, ja, gebe ich noch mal einen Hauch von der Chilisauce dazu. Dann eine Limette. Den Saft hier drüber. So, und den Deckel, den lege ich einfach mal so ein bisschen an. Okay? So, diese frisch gemahlene Pfeffer noch dazu. Wow! Das ist, würde ich mal sagen, hochinnovativ. Hänsel Blitzrezepte, wenn es schnell gehen muss, super lecker. Französische Küche und vietnamesische Küche vereint. Guten Appetit, Freunde der Nacht.